meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr habt es euch gewünscht, ihr wolltet mehr Wish-Videos und jetzt gibt es wieder endlich. Endlich gibt es ein Wish-Video. Aber heute zu einem Nerd-Thema. Vielleicht erinnert ihr euch noch, in einer früheren Wish-Haul habe ich mal diesen Son Goku hier gekauft. Ne? Also ihr könnt es mal sehen anhand dieser Getränkedose, das Mark ich nicht in die Hand halten will, nicht hochhalten will. Die ist so um die knapp 20 cm, würde ich mal behaupten. Ne? Hat damals irgendwas mit 2,50 Euro gekostet. Und ja, ich finde es eigentlich ganz nett. Ne? Kann man machen. Das ist hier Goku Black. Das ist aus der neuen Anime Dragon Ball Super. Ne? Da liefen ja, glaube ich, noch nicht alle Folgen im Fernsehen. Aber man hat ihn, glaube ich, schon mal gesehen. Ich habe mir die Folgen alle auf Englisch angeguckt. Deswegen ist mir das eigentlich relativ unwichtig, ob das schon im Fernsehen lief. Jedenfalls, das ist der Goku Black. Ne? Der hat so, ich glaube, 3 Euro hatte der gekostet. Ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, ne? Also 3 oder 4 Euro hatte der gekostet. Und den fand ich gut. Und da habe ich gedacht, okay, vielleicht nur ein Glückstreffer, weil von der Qualität her, also es ist kein Hohler Goku oder so. Ne? Man muss aufpassen, die Arme kann man so abnehmen. Also das heißt, also die teilweise fallen sie ab. Ich hatte 2 Stück davon, bei einem ist der Arm abgefallen. Ich weiß gar nicht, was der war. Doch hier, man merkt, es ist dieser hier auch gewesen. Und ja, also wie gesagt, die sind halt gegossen, ne? Aber von der, also wenn man Dragon Ball Fan ist und wenn man sich so Figürchen, also Statuen hinstellen möchte, dann ist das gar nicht schlecht, muss ich sagen. Ne? Also der gefiel mir ganz gut. Und da habe ich mir gedacht, weil einer meiner Lieblingscharaktere ist Vegeta. Und ich glaube, das geht auch ein paar anderen so. Und da habe ich mir hier diesen Vegeta geholt. Und das ist der Super Saiyajin Gott Blue Vegeta, also der Super Saiyajin Gott in Blau. Und der hat gekostet 3,99 Euro. Ne? Also mit Versand 3,99 Euro. Und ich muss sagen, vom Gesicht her ist der eigentlich ganz okay. Also, ja, also, doch. Ne? Das ist der grimmige Vegeta. Hier die blauen Haare sind ganz gut. Hier sind die Handschuhe sind so ja, blau detailliert. Das soll wohl dann ein bisschen die Aura sein. Hier auch an den Schuhen. Da habe ich erst gedacht, so was, warum ist das blau? Warum soll das so sein? Aber da sie ja hier keine richtige Aura machen können, also könnten sie wahrscheinlich schon, haben sie hier einfach so kleine blaue Highlights gesetzt, was dann so ein bisschen so die Aura von dem blauen Super Saiyajin Gott darstellen soll. Der kam in 3 Teilen, also einmal der Stand, dann hier das, dann hier der untere Teil und der obere Teil, ich weiß gar nicht, kann man es noch abmachen. Ist eigentlich sehr fest gegossen, muss ich sagen. Ne, kam in so einer normalen Plastiktüte. Und wenn du das draufsteckst, dann sieht der richtig gut aus. Ne? Für 4 Euro kann man echt nichts sagen. Und wie gesagt, der hier ist schon so, ja, ist das, nee, oder ist das 16 cm? Ich muss mal ganz kurz, weil die Marvel-Dinger sind ja, nee, komm, der ist so, der ist schon seine 20, ne? Also die hier sind normal so 15,9, sag ich mal. Und der Goku ist noch einen richtigen Kopf größer, so sag ich mal so 2,5, 3 cm. So 18 cm, 19 würde ich mal behaupten, ist der auf jeden Fall. So, Superman steht wieder. Und nee, auf jeden Fall ist der 18 und der hier ist so auch nochmal eine Ecke größer. Ne? Also der ist so 25. Und für 4 Euro, ne, kann man echt nichts sagen. Der hat auch schon bei hier Wiz trainiert, der hat auch dieses Zeichen da. Falls hier, wie hieß der Film noch? Ich glaube, ist das Golf Freezers Rache oder so. Ne? Das gibt ja noch den Anime. Und da trainieren sie ja, dann kriegt er ja das Zeichen von dem Assistenten des Gottes der Zerstörung. Also wie gesagt, 4 Euro auf jeden Fall kann man machen. Ebenfalls für 3,50 Euro. Hier, das ist Son Gohan. Und ich muss sagen, der gefällt mir richtig gut. Also für den Preis, ne? Da würde ich natürlich auch in so einem Comicladen, würde ich dafür einen bestimmten Zehner bezahlen, mindestens. Ne? Also ich sag mal, der Kampfanzug, den haben sie gut gedamaged hier, ne, mit den Kniescheiben und so. Ich weiß gar nicht, ob das so richtig so fokussiert, ob das eher mein Gesicht fokussiert. Ne? Und dann hast du hier praktisch das Kamehameha. Ne? Und ich glaube, das war gegen Freezer oder gegen Cell, ich weiß nicht, ich glaube, das ist schon gegen Cell, die Spiele. Ne, da war er schon am Ende und dann musste er das letzte Kamehameha und sein Vater stand so als Geist quasi hinter ihm und hat ihn dann so, ne? Also wer Dragon Ball kennt, der weiß genau, die Szene, die ist halt bekannt, ne? Und von der Größe her, ja, ich sag mal so 10 cm ist die ungefähr groß, wenn man das so sieht, ne? Also proportional würde ich sagen, passen die sehr gut.
Ne, also wenn der sich hinstellen würde, dann würde er ihm so bis zur Schulter gehen. Ich glaube, das wäre dann auch schon so von der Proportion her wäre es eigentlich sehr gut. Und wie gesagt, ne, also hier diesen Son Gohan, ne, also der gefällt mir richtig, richtig gut. Und wie gesagt, auch so, ich glaube, 3,49, 3,99. Wenn ich die Annonce nochmal finde, dann stelle ich sie unten rein, falls ihr da Interesse dran habt. Wenn nicht, dann lasse ich es sein. Und ja, dann kommen wir zu einem Ding, wo ich sage, so okay. Dann kommen wir zur dritten Figur, die nicht so schön ist. Also man muss auch immer ein bisschen gucken in der Beschreibung und so. Da gab es leider keinen Stand dazu. Also er hat die Löcher für einen Stand und ich glaube, der sollte auch ursprünglich einen haben. Das ist hier auch Super Saiyajin Son Goku, ne? Und es ist halt auch nur, ich sag mal so, ist die 10, 12 cm groß. Also 12, ne? So. Ja. Also von den vom Größenunterschied ist schon sehr, ne? Und dann ist es auch so, dass die Logos nicht drauf sind, ne? Also auf dem Foto von bei Wish waren diese Foto, waren die Logos mit drauf, es war kein Sticker-Set oder sowas dabei, was ich sehr schade finde. Die Figur hat auch ein bisschen anders ausgesehen, sie ist viel heller als auf den Fotos. Das Haar wirkt ja richtig so wie mit Goldfarbe angemalt. Also ich muss sagen, die gefällt mir nicht so gut, die Figur. Kann man sich hinstellen, vom Weiten ist sie okay, aber wenn man näher dran ist, dann sieht man, dass sie richtig billig ist. Und 2 Euro war das, glaube ich. Also ich glaube 1,50 Euro und dann noch 1 Euro Versand oder so. Oder 1,50 Euro, ich glaube 3 Euro vielleicht sogar. Ich glaube 1,50 Euro. Ja doch, doch, 2, 3 Euro, also 2,50 Euro so ungefähr in dem Dreh. Ich muss nochmal nachgucken, ich hab's nicht im Kopf. Ich habe ziemlich viele Sachen bestellt. Und da habe ich jetzt ein bisschen den Überblick verloren. Auf jeden Fall muss ich sagen, das ist die, die mir nicht so gut gefällt. Ne? Da habe ich einen Glücksgriff gemacht. Ne? Hier finde ich auf jeden Fall, also für die Größe und dann für 4 Euro. Ne? Also ich versuche davon nochmal den Son Goku zu kriegen in Blau. Auch mit dem Zeichen. Ne? Weil dann hätte ich ein paar, was eigentlich ganz gut da passt. Der Son Gohan wirklich super gut. Und der Goku. Ne? Ja. Also man muss Glück haben, die Inhaltsangabe musst du auch lesen, weil ich hatte das Gefühl, der sollte eigentlich auch größer sein. Ne? Vielleicht haben sie mir noch den falschen geschickt. Das ist mir jetzt auch schon ein paar Mal passiert, dass sie mir den falschen geschickt haben. Ne? Zum Beispiel hier, wir machen den noch kurz weiter. Ne? Hier, ich habe Star Wars gekauft. Ne? Ich habe gedacht, eine Star Wars Figur. Ihr wisst ja, das ist die Black Series. Ne? Die ist normalerweise relativ teuer. Ich weiß gar nicht, zwischen 20 und 30 Euro kostet die auf jeden Fall. Wenn sie vergriffen ist, dann wird sie auch schon mal schnell teurer, dann wird sie schon mal ein Sammlerstück. Bei Wish bekommt man die für um die 10 Euro. Ne? Mit Versand so 12 Euro meistens. Ich wollte gerne die Figur haben, Han Solo als Stormtrooper verkleidet, also mit Han Solo Kopf und einem extra Helm. Also man hätte den Kopf tauschen können. Hab mich ein bisschen drauf gefreut, muss sagen, ich war so, okay, für einen Zehner, ne, kann man das machen. Und ich habe leider hier diesen Stormtrooper Sergeant bekommen. Bitte. Ich habe hier diesen Stormtrooper Sergeant bekommen. Und für Inbox-Sammler eh nicht gut. Ne? Also hier, also es ist wirklich, es kam so an. Ne? Also für Inbox-Sammler, für Mint-Sammler ist Wish schon mal gar nichts. Das muss ich mal sagen. Es kam in so einer weißen Tüte an, wie das halt für Wish ist. Ne? Und bis jetzt habe ich ihn noch nicht ausgepackt. Jetzt packe ich ihn mal aus und ich bin gespannt, wie die Qualität ist. Also so vom Angucken her muss ich sagen, ist ja, okay, aber erstmal hier anfassen und mal reingucken hier, ne? So, achso, übrigens, Original und China Import, Original und China Import. Also es steht Original Star Wars drauf, hinten hast du das Hasbro-Logo, allerdings steht hier überhaupt fast gar nichts mehr drauf. Hier steht dann nur Clone Trooper Sergeant R. Gently engineered and trained to command clone trooper squads in the ground in the Grand Army of Republic during the Clone Wars. Also der Clone Trooper Sergeant ist speziell ausgebildet und trainiert, um Kommandos der Klontruppen zu führen im großen Krieg der Republik, also in der großen Armee der Republik in den Klonkriegen. Ne? So, das ist dann praktisch der Text, der dazu steht. Hier steht, es ist aus 2014. Disney-Logo ist noch drauf. Ne? Aber ich muss auch sagen,
Pappe fühlt sich okay an, aber hier dieses Plastik vorne, das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, also es bricht sehr leicht. Ich weiß nicht, ich bin skeptisch, ne? Kann sein, dass es in der gleichen Fabrik hergestellt wurde. Vielleicht sind das auch die B-Artikel, ne? Dass sie dann sagen, okay, für Hasbro ist es nichts, ne? Aber wir verkaufen das halt irgendwie dann noch über einen Zweitanbieter. Man kriegt das auch gar nicht so wirklich raus, aber das ist eigentlich immer bei den Figuren so. So. Nochmal die Waffen rausholen. Also die sind nicht speziell eingeklebt und ist auch nicht extra befestigt. Löcher sind zwar vorhanden, was auch merkwürdig ist, muss ich sagen. So. Entschuldigung, gerade einen Niesanfall gehabt. So, also vom ersten Griffi muss ich sagen, ist okay. Also sie fühlt sich jetzt nicht allzu billig an. Beim Paintjob muss ich sagen, oha. Also da haben sie jetzt nicht gut drauf geachtet. Okay, ich weiß, also ich bin der Meinung, die Black Series zeichnet sich dadurch aus, dass sie eigentlich relativ gut produziert wurde. Und hier muss ich sagen, fängt das schon ein bisschen so, nee, die Schuhe sind okay. Dann hast du hier die Knieschoner, die haben komplett eine andere Farbe als der Rest der Uniform. Und die Restuniform ist im selben Weiß, ne? Nur diese Kniescheiben, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Kann man das so sehen, ne? Also vielleicht seht ihr das hier so, ne? Dass die Kniescheiben komplett eine andere Farbe haben als der Rest der Uniform. Was nicht so schön ist. So, die Kniescheiben, wie gesagt, haben eine andere Form. Hier und da ist von dem Weiß was übergeblättert, beziehungsweise von den anderen Farben. Bewegungspunkte, also er hat ein Schultergelenk, was wirklich, oha. Also nach ein, zwei Mal bewegen ist es spürbar leichter geworden, was jetzt kein gutes Zeichen ist, meiner Meinung nach. Also er kann dann noch den Arm so machen, hat er noch ein Drehgelenk. Hier, Bizeps hat er auch noch ein Drehgelenk, ne? Das ein doppeltes Ellbogengelenk, ne? Wo ich auch sagen muss, das fühlt sich an, als wenn es gleich kaputt geht. Also es ist wirklich, also jetzt muss ich sagen, es ist wirklich billig. Hier, die Hand kann man auch komplett, hat auch so ein Kugelgelenk. Gucken, ob man das abziehen kann. Nee, kann man nicht. Hätte ja sein können, dass man das eventuell, dann hat er hier noch so ein, ist das der Balljoint, wie heißt es noch, ne? Also dieses, diese App Crunch, oder was es sein sollte, ne? Dann den Kopf kann man ein bisschen drehen, bewegen. Aber jetzt, nachdem ich es hier mal bewegt habe, ne, es fühlt sich jetzt plötzlich ganz labberig an. Also im ersten Moment fühlt sie sich wertig an, aber wenn du sie zwei, dreimal bewegt hast, dann ist es spürbar, dass die Festigkeit spürbar weg ist. Ne? Also es hat noch ein Fußdrehgelenk, also ein richtig schönes, muss ich sogar sagen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Der Oberschenkel. Und dann hat er hier nochmal so, dass man dann auch noch... Ist eigentlich nicht schlecht, aber man merkt auf jeden Fall, dass es nicht so wertig, also es fühlt sich nicht so wertig an. Die Pistolen haben hier, also sie haben jetzt auch keinen besonders, also sie sind schwarz angemalt und haben dann halt hier ein graues Highlight. Der Handblaster ist auch komplett schwarz und hat auch das Magazin, also das Energiemagazin oder was es ist, ne, das ist dann auch grau unterteilt. Muss sagen, ist okay für den Preis. Ich würde mir jetzt aber bedingt nur eine neue kaufen. Also wenn es jetzt wirklich irgendwas ist, was man hier nicht bekommt, also ich glaube diese Samurai Trooper, die bekommt man ja nicht ohne weiteres hier in Deutschland, ne? Da würde ich mir eventuell mal noch überlegen, also diese alten japanischen angehauchten Krieger Trooper, da würde ich mir es wirklich nochmal überlegen, die vielleicht zu kaufen für 12 Euro. Aber ansonsten würde ich eher davon abraten, diese, also wenn ihr ein kleines Budget habt, ne, wenn ihr wirklich anfangt gerade zu sammeln und wenn es euch nicht so wichtig ist, sondern ihr möchtet einfach nur diese Figuren haben, ne. Ich sag mal, im Regal sehen die ganz gut aus und ich bin ja auch so ein, also ich spiele jetzt auch nicht damit, ne, aber ich weiß nicht. Also irgendwie, es ist okay, aber mehr auch nicht. Gut. Das soll es auch gewesen sein. Wenn euch das gefallen hat, dann bleibt auf jeden Fall da. Lasst mir ein Abo da. Es kommt jetzt noch demnächst ein kleines Lego-Haul. Ich habe nämlich auch was bei Wish bestellt, was Lego sein soll. Und das gucken wir uns an. Und auf jeden Fall wird noch was kommen, was großes Lego sein soll, auch mit Star Wars zu tun hat. Also wenn ihr nichts verpassen wollt, dann lasst mir ein Abo da. Es kostet euch nichts, supportet mich ein bisschen. Ich sehe, dass euch meine Videos gefallen. Es gibt mehr davon. Ich sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und gern geschehen.